Electronic Arts ist sowas wie der FC Bayern unter den Spieleherstellern. Zwar hat der Publisher Geld wie Heu, zieht aber auch immer wieder den Unmut der Kunden auf sich. 2013 sorgte EA mehrmals für Aufregung. Gleich 11 DLC-Pakete gab es zum Release des Horror-Shooters Dead Space 3. Die hätte man auch gleich kundenfreundlich ins Spiel einbauen können. Und der Start von SimCity ging ebenfalls kräftig in die Hose. Wegen unzähligen Serverproblemen und Bugs liefen die Fans Sturm. Ende des Jahres machte EA seine Trilogie des Schreckens dann komplett. Der Fußballmanager wird nicht mehr fortgesetzt. 2014 erschien die letzte Episode der erfolgreichen Sportsimulation. Ach ja, da war ja noch die mäßige Free-to-Play-Version von Command & Conquer. Dass die in der Versenkung verschwand, werten wir als Pluspunkt für EA. Welcome to the green side of life, baby! Great courage that day, comrade. Abandoning my men showed great courage. Yes. Ebenso traurig verlief das Jahr 2013 für THQ. Genauer gesagt überlebte der einst starke Publisher gerade mal so den Januar und dann waren sie pleite. Die wichtigsten Spielereien wie etwa Company of Heroes, Darksiders und Metro wurden versteigert. South Park, der Stab der Wahrheit, ging an Ubisoft und wurde gleich um mehrere Monate verschoben. Noch dramatischer war für viele der Verkauf des legendären Traditionsstudios LucasArts. Die Erfinder von Monkey Island und Co. wurden im April an Disney verhökert. Der Mickey Mouse Konzern feuerte gleich mal alle 150 Mitarbeiter. Zukünftige Marken wie Star Wars oder Indiana Jones sollen an Lizenznehmer wie Electronic Arts vergeben werden. Das enorm spannende LucasArts-Projekt Star Wars 1313 ist damit übrigens Geschichte. Das konnte ja kaum gut gehen, bei einem Spiel, das zweimal die 13 in seinem Titel trägt. Let's see how you feel about that after you get 1000 levels down.